Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr schönen, leckeren Schokomuffin herstellen könnt. Dazu brauchen wir natürlich auch die nötigen Zutaten und die nötigen Gerätschaften, wie ihr hier sehen könnt. Aber dazu kommen wir noch alles. Zuallererst zu den Zutaten. Zu Eiern haben wir hier 100 Gramm zerlassene Butter, dann 120 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker, 2 Eier und hier haben wir 4 Esslöffel Kakaopulver, also kein Instant-Kakaopulver, was man zum Trinken benutzt, sondern richtigen Kakaopulver. Dann eine Prise Salz, 1 Teelöffel Vanillezucker. Ja. Und, ach ja, was ich vergessen habe, einen halben Teelöffel Backpulver. So, und zuallererst müssen wir natürlich die Sachen vorbereiten. Dazu nehme ich jetzt hier so eine Schüssel, wo die Zutaten reinkommen. Wo ich das dann nach und nach alles zubereite. Und zuallererst brauchen wir die 100 Gramm zerlassene Butter. Diese packe ich jetzt hier rein, wenn ich rein möchte. So. Und dann natürlich noch die 2 Eier. Da ist nicht zu beachten, dass man irgendwie trennen muss, sondern einfach nur rein. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Und nicht zu vergessen, aber kleinen Moment, ich muss kurz meine Hände abtrocknen. Natürlich Zucker noch. Die 120 Gramm Zucker kommen auch nur da rein. Und so, wenn wir das haben, dann müssen wir eigentlich nur noch das hier mit einem elektrischen Schneebesen vermischen, so dass es schön cremig, also ja, schön cremig wird. Und das mache ich jetzt mal kurz. Also alles zusammenmischen. Ach ja, was ich noch sagen wollte, und zwar deswegen 100 Gramm, also zerlassene Butter, weil wenn ihr jetzt eine feste Butter habt, die noch tiefgefroren oder im Kühlschrank war und ziemlich fest ist, dann kann man es nicht so gut bearbeiten, alles insgesamt. Und dadurch ist zu empfehlen, dass die Butter schon jetzt nicht flüssig sein sollte, aber schon etwas lockere Konsistenz haben sollte.
So, sobald es eine cremige Konsistenz, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann, aber sollte schon cremig sein. So wie als wenn es ein richtiger Mürbeteig wäre. Dann nimmt man zu einem, steht zwar drinnen, also ist eigentlich vorgeschrieben, dass man es alles zusammenmischt, diese Teile, die packe ich jetzt einfach nur so rein. So. Nehmen kurz einen Löffel, um es einmal umzurühren. Deswegen den Sinn umzurühren auch, weil man hat ja einen Teele, halben Teller für Backpulver und damit dieses sich auch gut verteilt, sollte man das nochmal irgendwie so ein bisschen verrühren. Aber aufpassen, nicht zu sehr kleckern. Könnt auch ein größeres Gefäß nehmen, jetzt nicht so wie ich, weil ich habe mich ein bisschen verschätzt. So, wenn wir jetzt das zusammengemischt haben, dann fügen wir das alles zusammen und rühren das nochmal um. Aber langsam, weil man möchte ja nicht eine Staubwolke von Kakaopulver haben. So wie ich es jetzt vielleicht sehen können.
Wenn es jetzt eine schöne Konsistenz hat, wie man hier sehen kann. Ist auch schön cremig. Dann nimmt man, kleinen Moment, ein Dann nimmt man einen Esslöffel und füllt die Schälchen zu 3/4 voll. Also nicht ganz voll, sondern zu 3/4. So sieht es jetzt danach aus, wenn ich jetzt alles befülle. Die Menge von Teig reicht gerade mal für ein Blech aus, also das sind für 12 Muffins, aber es wird da wahrscheinlich auch reichen für die meisten. Und was ich vergessen habe zu sagen, den Backofen, den habe ich jetzt, wie ihr sehen könnt, auf 225 Grad gestellt. Und was ich nämlich vergessen hatte zu sagen, ihr könnt den vorheizen, was manchmal besser ist, aber dadurch, dass ich ja erstmal euch zeigen wollte, wollte ich keine Nebengeräusche haben und dadurch habe ich jetzt erst angemacht. Dann schiebt man diesen natürlich in den Backofen rein für ca. 20 Minuten auf mittlerer Schiene. So, und jetzt müssten wir eigentlich nur noch warten, bis die leckeren Muffins fertig sind. So, nachdem jetzt die Muffins ca. 20 Minuten drin waren, wie ihr sehen kann, gerade noch rechtzeitig, also vielleicht ein bisschen weniger, musste man schauen einfach, ist zu empfehlen, als Dessert-Tipp, dass man sagt, man nimmt noch Schokoraspeln und macht diese darüber. Ich habe jetzt hier, man kann sagen, man nimmt weiße oder dunkle, ich habe jetzt hier Hallo und pack die jetzt hier noch mit drauf. Aber jetzt nicht so wie ich daneben treffen, sondern darauf treffen, damit diese auch den Muffin verzieren und nicht das andere. Aber es ist auch überlassen, wie viel ihr rauf machen wollt auf den Muffins. Könnt weniger, könnt mehr machen, aber könnt es auch sein lassen. Also, so wie es euch lieb ist. Und wie ihr es haben wollt. So. So sollte es dann vielleicht als Endergebnis aussehen. Oder so könnte es aussehen. Ja. Und das war's eigentlich auch schon. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis es abgekühlt ist. Und dann kann man schön genießen.